Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coil Blog. Hallo Tim. Hallo. Und heute wollen wir uns ein paar Videos der Koi aus dem Naturteich Tadaishi anschauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es dieses Jahr Tadaishi, Shinmaeda und Kyonotsu echt umgehauen. Als ich die Fische gesehen habe, habe ich Makoto angerufen und echt gratuliert, weil das, was in den vergangenen Jahren auch an Qualität drin war, war dieses Jahr einfach in einer ganz anderen Stückzahl drin. Und wir fangen einfach mal an mit dem 56 cm Showa. Das ist die 0238 Ritchie. Und wir haben sie einfach, 0238. Und da sehen wir einen absolut genialen Showa mit tollem Körper, tollem Schwarz, toller roten Zeichnung. Nicht der ganz moderne Typ, wo alles Tsubosumi ist oder das meiste Tsubosumi, was dann auf weißer Haut liegt, sondern im vorderen Bereich auch Kasane-Sumi, aber das Schwarz ist noch nicht fertig, da muss man warten, wie er sich entwickelt. Aber schauen Sie an, was ich Ihnen immer sage, der Schwanzansatz, super elegant gezeichnet. Und das ist ein wirklich toller Showa. So, gehen wir zum nächsten. Das ist die 0251, 58 cm Showa. Und nochmal ein Ticken besser als der davor, sowohl vom Körper als auch von der roten Zeichnung und die Schwarzverteilung. Schwarzqualität sind sie ziemlich ähnlich. Auch hier wieder, schauen Sie sich den Schwanzansatz an. Er hat zwar kein Rot, aber er ist nicht komplett schwarz, sondern hat weiße Anteile mit dabei. Ein Träumchen. Und der ist entweder Uritakunai oder auch, fängt auch mit U an, unfassbar teuer. Ja. Welches wäre dein Favorit, der oder der davor? Ich hätte es jetzt gerade aufgeteilt. Also Schwanzansatz hätte mir beim ersten besser gefallen wie beim zweiten. Ansonsten finde ich den leichteren Kopf oder die Zeichnung im Kopf vom zweiten besser. Wirklich schwer. Aber ich kann dir und Ihnen sagen, welcher nachher das Rennen macht, weiß heute noch niemand. Oder vielleicht ist es auch die 0373 mit ebenfalls 58 cm, zweijährig Showa 58, wohlgemerkt. Der hat zwar mit dem Schwarz das Rot voll erschlagen, also für Ausstellung ist er heute schon disqualifiziert. Aber je öfter ich den Koi, ich habe das Video wirklich, und das ist das Verrückte, die Tollen guckt man einmal an, aber so einen, denn das ist wieder und wieder muss man hinschauen. Ich finde es irgendwie geil, richtig geil. Und auch ein Koi mit dem Potenzial auf 85 und mehr. Was sagst du zu dem? Also mich fasziniert dieses Schwarz, was wirklich, also auf dem Schulterbereich, was nicht ganz so intensiv durchdrückt, ist irgendwie so eine Gleichmäßigkeit. Das Kagesumi. Ja, genau. Ist witzig. Schattensumi. Geiler Fisch. Drückt es noch durch oder bleibt es tendenziell eher immer so? Nee, nicht, kann sowohl als auch. Den nächsten, den Genrin Showa mit 55, den finde ich richtig, richtig geil. Die rote Zeichnung ist witzig, zu klein, viel zu klein. Aber die Qualität ist ein Hammer. Der taumelt ein bisschen, hat ein bisschen Narkose bekommen. Der Schwarz ist cool, auch der Schwanzansatz wieder richtig cool. Geile Modeguru. Lass mal das Endbild stehen. Ritchie, was sagst du dazu? Ich mag diese Leichtigkeit. Das ist, finde ich auch geil. Aber das ist ein Koi, kann ich dir jetzt schon sagen. Entweder er macht den Durchmarsch oder er kriegt relativ schnell ein Downgrade, aber derzeit ist er echt noch ganz, ganz, ganz weit vorne und oben. Auch aus der Blutlinie mit 56 cm. Ein Genrin Tansho Showa. Da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wenn der Schwarz alles kommt, dann ist er vielleicht zu dunkel. Vielleicht aber auch nicht. Schwanzansatz könnte eventuell zu dunkel werden. Aber auch wieder geile Motoguru. Tansho ist, geht so, aber das spielt bei Tansho Showa eh nicht. Wenn der jetzt noch ein bisschen schwarz kommt, wird es, glaube ich, ein bisschen besser noch werden. Es reicht eigentlich, wenn es am Schluss an zwei Stellen durchleuchtet, dass man den Eindruck bekommt. Aber auch sonst schöne, gleichmäßige Schwarzverteilung zum jetzigen Zeitpunkt. Absolut. Dann haben wir noch einen Genrin Showa. Der hat nur 53 cm, aber von allen Showa wahrscheinlich der, wobei der zweite war auch super. Geniale Rot-Schwarz-Verteilung. Das Schwarz zieht sie wirklich von vorne bis hinten. Auch wieder schöner Schwanzansatz. Die rechte Seite schwarz etwas dominanter, links weiß und rot. Toller Kopf. Das ist wirklich einer, der der richtig nach vorne marschieren kann. Der Körper ist nicht ganz so top, was sich auch in den erst 53 cm zeigt.
aber immer noch ausreichend, um auf über 80 cm zu gehen. Jetzt kommen wir zum letzten aus der Blutlinie. Dann gehen Renshiro Utsuri, der hat 55 gemacht und ist wahrscheinlich der Beste seiner Art aus der Blutlinie der vergangenen Jahre. Der kann richtig was. Tolles Weiß, tolles Schwarz, tolles Skinrin auch, toller Körper. Mal die Frisur von Abikun links im Schatten. Schauen Sie mal nur links, wie das Haar von Abikun im Wind weht. Das kommt jetzt gleich, oder Sie schauen den Koi, dürfen Sie auch anschauen. Wie findest du den? Ich finde die Zeichnung cool. Jetzt sehen wir die Frisur hier. Und die Gesamtqualität. Schüttel dein Haar für mich. Und auch wieder, Schwanzansatz. Da gehe ich Ihnen heute mit auf die Nerven. Schwanzansatz nicht komplett schwarz. Die Lehre des heutigen schön. Blogs. So, die Lehre des Modern Koi Blogs. 4000, haben wir schon 200? Weiß es nicht. Und das Erstaunliche ist wirklich, wie viele Varietäten. Ich habe es in einem der Blogs zuvor schon mal gesagt. Konishi wirklich auf Top-Niveau züchtet mittlerweile. Schauen Sie den Ginrin Kohaku an, 54 cm. Obergenialer Körper, geiles Rot, geiles Ginrin, geile Zeichnung. Top, oder? Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. So sehe ich das auch. Darum schauen wir uns das jetzt einfach nochmal an. Auch das Weiß ist wunderbar. Makoto hat übrigens massiv Nackenschmerzen von dem vielen Fotografieren. Jetzt weiß ich, wie es mir die ganzen Jahre ging. Und jetzt kriegen wir noch einen Genrin Kohaku mit 54 cm und das Rot nochmal ganz Tucken besser, Zeichnung auch nochmal besser. Das ist Wahnsinn. Ich wollte gerade fragen, welchen du besser findest. Den. Oder welcher qualitativ den. Besser ist. Den. Richtig. Den. Schauen wir uns nochmal an. Da gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. Außer, dass er entweder Uri Takunai oder... Unfassbar teuer ist. So, ein U-Wort, ein U-Koi, genau, ab sofort sind es die U's. Wobei U kein gutes Zeichen für Koi ist, weil der U ist der Kormoran. Das beißt sich. So, und gleich noch ein Maruten ist dann der Kuchaku, die 0512. Wir müssen die nachher noch durchnummerieren für Ricci. Die 0512, einfach ein geiler Kuchaku, ein Shiro-Kuchaku, wo überhaupt kein Schwarz außerhalb der Schuppen hat und ein geiles Rot hat. Kein Beni-Kuchaku ist, aber in Zukunft noch dunkler werden könnte. Einfach ein super, super nettes Fischchen, wie ich finde. Ah, und er hat übrigens, habe ich vergessen, wir schauen das Video nochmal an. Und das ist halt das Karashi-Blut. Der hat halt gleich mal 60 cm und der kann auf über 90 wachsen. So. Dann stoppen wir damit und springen weiter. Jetzt machen wir nochmal einen Showa und das ist wahrscheinlich mit 59 cm der beste Showa aus. Das ist die 0647 Ricci. Das Video ist nicht durchgängig scharf, aber das Rot ist sauscharf und das Schwarz ist scharf und die Zeichnung ist scharf. Und das ist auch entweder Uri Takunai oder unfassbar teuer. Das ist schon die ganz hohe Showa-Kunst. Wenn gleich das Rot derzeit etwas schwer ist, aber wenn er mal auf über 80 gewachsen ist, spielt das nicht mehr die entscheidende Rolle. So, und dann haben wir noch einen Kuchaku mit 57 cm, der von Makoto auch wie der Kuchaku sehr hoch bewertet ist, der heute schon ein sehr klares Kuchaku-Han hat. Makellos. Makellos. Aber halt nicht Typ Shiro Kuchaku, sondern auch in den Brustflossen so ein bisschen grau, an den Augen vorne, Nasenöffnung. Aber Körper ist auch eine Sensation. Ich finde den Körper sogar besser wie den, der 60 cm hat, aber man steckt da auch nicht immer zu 100% drin. Und dann haben wir last but not least noch einen Ginrin. Benigoi, nur Gott und Makoto weiß, aus welcher Blutlinie der kommt, weil gezielt gezüchtet haben wir die nicht. Hat eine Schuppe verloren, die wird wieder nachwachsen, hat aber auch einen hervorragenden Körper und mit 55 cm auch alles andere als ein kleiner Nisei. In einem der nächsten Vlogs werden wir uns dann noch mit den Fischen Shinmaida und Kyonotsu beschäftigen. Und wenn wir das erledigt haben, dann ist die Ikeage 2019 wirklich komplett, 2020
komplett abgeschlossen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tim, ciao. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.